Hello. I am Baymax, your personal healthcare companion. Oh! Wow! Cool! Hey! Who are you? Oh! I'm Sora. And I'm Goofy. Den Anhänger testen wir gleich mal. Ich glaube, Theo ist schon wieder los. Reicht TV ist schon wieder los. Stimmt, nur kurz auf Ehre angemacht. What, Tisch TV und du bist Mordfischi. Findest du das eigentlich, wenn ich jetzt immer sag, Fischi, Bannen weg? Kommt das gut rüber? Das ist schon besser als Big Mac Bannen weg, oder? That should do it. We interrupt your scheduled program to deliver this breaking news. Moments ago, the city's South District was attacked by numerous unidentified creatures. Witnesses describe losing sight of victims during the mayhem. Many also said they saw strange floating heart symbols in the vicinity of the missing victims. City police are urging citizens Perfekt, to stay at home. For those just joining us, only minutes ago the South District was attacked by... Go time! Yes! Komm, Fischi, wir machen mal einen Test. Wir machen mal einen Test. Was hältst du davon? Okay. Fischi, an ihn weg. Speichern. Aber ich glaube, jetzt hast du nur die Nachricht gelöscht tatsächlich, oder? Oder ist er jetzt auch gebannt worden? Zwei Jahre Timeout, ist okay, ist okay. Und weißt du, ob du das jetzt wieder aufheben könntest, beziehungsweise wo du das machen könntest? Das weiß ich tatsächlich nicht. 2 Jahre easy. Nächster Stream ist ja wieder da quasi. Quasi. Dafür müssen wir mal mit Bärtampel. Nee, geht nicht. Ich kann mir vorstellen, dass ich das immer machen muss. So ich das aufheben könnte. Aktivität können wir mal schauen. Nee. Wir müssen ja üben. Da, ich denke mal hier wahrscheinlich irgendwo. Vielleicht. Willkommen zurück. Und was geht so ab bei Theo? Shadow Lisa? Ich dachte, Lissy ist ihr Spitzname. Die Lissy und der wilde Kaiser hatten wir uns mal irgendwann geeinigt.
ich muss sagen, ich finde gerade nicht, wo man die wieder wegmachen kann. Wer jetzt heiß ist, Leute wegzubannen. Aber wie gesagt, Beleidigung, nur zu krasse wegmachen, ne? Nur zu krasse. Und sonst halt erstmal auch Timeout, ne? Ich glaube, finde ich jetzt nicht, bin ich ehrlich. Jo, alles klar. Ist klar, ich beschleich. Ich mache jetzt hier mal weiter. Hoffentlich bannt er heute noch nicht so viel weg. Ich weiß noch nicht, wie man es rückgängig macht, bin ich ehrlich. Auf geht's. Wohl doch, ich glaube, ich habe einen Plan. Vielleicht habe ich einen Plan. So könnte das gehen, aber. Okay, nee, geht nicht so. Lul. Der Profi-Streamer weiß nicht mal, wie man Bann aufhebt. Ist okay. Komme ich mit klar. Yo, viel Spaß beim kalt duschen. Und Shadow, was geht so bei Theo im Stream ab? Macht ihr sie alle fertig? Zeigt ihr, wie man Rocket League spielt? Nichts Besonderes, sagt sie. Ich bin ganz lustig, für Baymax da immer versucht noch zu reden im Hintergrund. Wenn man mal drauf achtet, hört man ihn manchmal. Opsi Daisy. Oh, der Raketentanz. Und auf ins Karussell. Ist schon manchmal crazy, was man hier für Attacken machen kann. Muss man erstmal drauf klarkommen. Wir müssen jetzt immer, wenn dieser leuchtende Ring außen erreicht, dann müssen wir mal X drücken. Wenn exzellent steht, habe ich es gut gemacht. Ja, wenn gut steht, habe ich es gut gemacht. Und wenn es zu langsam steht, ja, ist eigentlich selbsterklärend. Oh, da vorne ist eine Kiste. Mal gucken, was da drin ist. Nice, sagt er. So, erzählt, was ist der Lieblingsanime von euch? Der Lieblingsanime. Jetzt sagt nicht Fluch der Karibik. Irgendwas sagt er uns. Warum fahren hier denn Autos durch die Gegend? Das habe ich noch nie gesehen. Was soll das? Die sollten doch zu Hause bleiben. Achso, nee, ich meinte nicht Anime. Ich meinte Disney-Film. Disney-Film meinte ich, nicht Anime. Ich bin noch so voll in Anime drin. Habe ich Anime gesagt? Habe ich nicht Disney gesagt? Lol. Ganz verwirrt heute. Ganz verwirrt heute unterwegs. Und wo soll man jetzt...
längst gehen. Open World ist okay, ne? Aber so Open World. Vielleicht müssen wir mal oben rauf. Folge der Anzeige. Was für eine Anzeige? Was für eine Anzeige? Jetzt mal ehrlich, da ist doch nirgends sowas. Weiß nicht. Aber wahrscheinlich auch gar nicht so am an Disney-Film schauen, ne? Mein Lieblings-Disney-Film. Oh. Gibt halt so viele, ne? Ist halt echt schwer, ne? Ist halt echt schwer. Ich sag mal so, Flug der Karibik ist halt schon cool, aber ich weiß nicht, ob das so ein richtiger Disney-Film ist. Weiß ich nicht, ob das so zählt. Ich glaube, ich denke auch gerade nicht so richtig an den richtigen Disney-Film, so, den ich feiere. Ich glaube, ich werde da relativ klassisch sein. Ich würde sogar sagen, dass Tarzan so für mich der Beste ist. Einfach Tarzan so. Einfach weil man den damals geguckt hat. Tarzan und Herkules und so, eigentlich die klassischen. Abfänger, was ist denn Abfänger? Lieber mal nicht machen. Wir können uns mal einen neuen Anhänger ans Schwert packen. Für Disney-Filme haben es halt immer so an sich, dass die nicht. Die sind oft nicht schlecht oder so. Die sind immer so. So kann man mal gucken. So, aber jetzt auch nicht so extrem, wo man sagt, oh, den muss ich jetzt 1000 Mal gucken oder sowas. Das halt jetzt auch nicht, ne? Wo stelle ich das Schwert denn nochmal ein? Aha. Aha. Oh. Können hier von Rapunzel neu verfüllen das Schwert nochmal austauschen eigentlich? Oder Toy Story Schwert, das ist der Toy Story Anhänger. Können die hier mal ausprobieren? Ich weiß nicht, ne, Hilfsschere, das müssen wir doch eigentlich behalten. Hilfsschere war, glaube ich, recht gut. Bin ich mir gar nicht sicher. Doch, die war gut, die war gut. Boah, ich habe früher immer einen Film geschaut, aber ich habe keine Ahnung, ob es von Disney ist. Hau raus, vielleicht hast du geschaut. Ich habe auch den Namen vergessen. Vergessen übrigens mit Pau. Nur am Rande. Ich muss ja meinen Lehrerpflichten nachkommen, ne? Boah. Ey, wie können wir auch das Schwert wechseln? Muss doch mal gucken, wie wechsle ich dann das Schwert? Ah, jetzt. Nehmen wir das hier mal von der Monster AG. Der Thorax oder so. Ah, ja, google mal bitte. Ich weiß noch nicht genau, welchen du meinst. Ah, ich glaube, da müssen wir hin. Da sieht das richtig aus. Was für eine Anzeige! Ich habe hier keine Anzeige. Diese Punkte auf dieser Minimap oben rechts, das sind. Ah,
Oh, doch, da oben. Also gut, wir haben so viel Luft-Kombos geskillt, dass wir eigentlich die ganze Zeit so extrem hier in der Luft bleiben. Ist also nicht der Standard, kriegst du nicht von Anfang an hin. Nicht, dass ihr euch wundert, warum ich hier die ganze Zeit in der Luft rumfighte. Haben auch ein paar Welten hinter uns tatsächlich. Weiß gar nicht, wie. Ja, ich denke, wir haben noch ordentlich was vor uns. Weiß ich aber tatsächlich gar nicht so genau. Ach, der Lorax. Nee, ich glaube tatsächlich, dass der nicht von Google ist. Aber den kenne ich auch. Ja, der ist ganz lustig. Der ist ganz lustig. Das Gute ist auch immer... Ja, geh mal wieder rüber. Jetzt fliegen wir einfach auf Baymax, das ist ja anders wild. Ist ja einfach krass. Bop, 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 bop. Als ob da jetzt so 50 von diesen Ochsen kommen. Was wollen die alle von mir? Echt nichts getan, ehrlich nicht. Yibi, yibi. Nice, nächster Einspieler geschafft. Piece of cake. Wait, Sora. Huh? Something big's coming your way. Gotcha. I'll take care of it. Was macht jetzt der Dino hier? Was macht jetzt der Dino hier? Was macht jetzt der Dino hier? Lass mich in Ruhe. Lass mir die Roboterkralle hier. Also wir können ihn nur von vorne treffen. Das ist schon mal nicht so cool. Jetzt die Jojos da. Die Jojos. Die Attacke kenne ich noch nicht. Finde ich aber ganz nett. Finde ich ganz nett. Oh, ich glaube, ich bin dann gut auf die Schnauze. Auf die Schnauze. Da hinten ist auch noch eine Rüstung. Alter. Gute Attacke, muss man schon sagen. Alleine, dass der so mega viele Punkte, Lebenspunkte hat. Anders krass. Yeah.
Was macht er jetzt da oben? Wir sind gerade voll in unserer Attacke drinne. Ja, als ob der jetzt hochgeht und er mich trotzdem angreifen darf. Ist schon frech. Oh, da, geht weiter. Wo ist denn jetzt der Lump? Ach, da ist er. Da ist er, okay. Also müssen wir nur das Gebäude hoch. Okay, wir müssen nicht nur das Gebäude hoch, wir müssen hier auch noch die kleinen Viecher wegmachen. Die ein bisschen aussehen wie ein Greenhorn, wenn ich ehrlich bin. Ich bin gleich weg. Okay, der Heal war jetzt überflüssig, wir haben schon angekommen. Toll. Gut ist auch, dass er uns die ganze Zeit weiter angreifen darf. Außen nichts, vor allen Dingen auch. Willkommen zurück. Der echte. Oh, da ist eine Kiste. Gesehen, gefunden. Komm, runterfallen. Wo bin ich? Ja, er produziert ja die ganze Zeit Blitze. Er ist der Allerstärkste, oder was? Gut, wir können so gut fliegen. Jetzt müssen wir erstmal hier seinen Stift aufhalten. Das kann ja nicht sein. Und wir müssen die anderen kleinen Blitzviecher hier mal wegmachen. Und einen Spritzfahrt machen. Oh ja, hier, Freizeitpark hätte ich auch mal wieder Bock, jetzt wo ich das hier sehe. Schön in so eine Wasserbahn. Oh ja. Müssen wir ihn so ein bisschen einseifen mit dem Ding und dann können wir da gleich gut Schaden auf ihn machen. Juhu! Willkommen zurück. Lebensbalken. Wir haben es gleich. Ich weiß gar nicht, ob das schon jetzt der Endkampf war. Es gibt in jeder Welt immer so einen Endkampf. Vielleicht war das der ja schon. Ich wollte nämlich an sich heute auf jeden Fall eine Welt durchmachen. Und je nachdem, wie spät das dann ist, können wir nochmal gucken, ob wir noch heute irgendwas anderes reingehen. Just try and catch me. Was ist diese? Was für ein riesen Kaugummi oder was, womit sie die gefangen hat? What?
the cover move! Nice, Baymax! Huh? What? Now we fist bump. Klassischer fist bump. Wollen wir nicht immer einen fist bump machen, anstatt einen Depp? Hero taught it to me. So, like, this? Ba-la-la-la-la-la. Ba-la-la-la-la-la-la? War der komischste fist bump, den ich je gesehen habe. Another one! We're here! Can't we pick on one our own size? It looks the right size to me. Watch me scorch him with my freeze-nado! The only tornado made of ice and fire. You took on the wrong composition! Komische Monster sieht aber auch ganz verwirrend aus. Ganz verwirrend. Prepare to face Keyblade Hero 3! Oh, come on! And the crime-fighting team of Big Hero 6. Together, we're unstoppable. Yeah! Unstoppable hat gerade gesagt, ist das nicht Kimpassable? Also doch ein falsches Genre jetzt hier, aber... Oder was? Was that awesome? Or was that totally awesome? Aha! Jumping! Yeah, I was pretty good. Your magic is amazing. Do you think I could study it sometime? You just alles gut. Theo kann sehr fesselnd sein. Wir schlappern hier gerade genüsslich ein Eis mit Shadow. Oh, ein Eis würde ich jetzt nehmen, ne? Oh ja. Schönes Magnum. Hast du dir noch ein Eis mitbestellt? Zum Sushi. Ja, Tadashi. There was a fire and now he's gone. But he always wanted to make a difference. He cared about people. That's why he worked so hard to create Baymax. I'm sorry. He's still here. Unaufhaltsam heißt das. Okay. In all of us. Tadashi, he lives on in your hearts. Huh? Yeah. Right. He will always be a part of us. In some way. List hättest du? Was meinst du damit? And when you're not strong enough, he'll make up the difference. Oh. Sieht halt komplett aus wie Final Fantasy gerade. You okay? Yeah. Final Fantasy tatsächlich auch noch nicht gespielt. I'm with you. Es ist einfach ein Zaubereis. Es ist halt, es hat erst, ist das Schokolade. Und dann ist es Bubblegum. Und dann ist es wieder Schokolade. Wait, guys, that one's not like the others. It can't be. Microbots? Microbots? Huh? You know what they are? Oh, die bösen Microbots. Well, they're different from Heartless. Microbots are designed to do whatever you think via a neurotransmitter that communicates what you're doing. Huh? They're a kind of a mini bot I invented. Some bad stuff happened, and I thought that meant they were totally gone. But those enemies are way too similar. Which means someone's controlling them.
The question is, who? Huh. Could it be? Oh. Hmm. I'm gonna go back to the garage and look into it some more. You mind going after him? Sure. Sichi, machen wir das. Sichi. We need you on the sciencey stuff. Hey, Max. Abfahrt. Stick with them. All right, hero. Sora, Donald, Goofy, I will be your personal healthcare companion. Oh. Thanks, Baymax. We're in good hands. Come on, let's move. Ja, das war übrigens wegen dem Eis, war das tatsächlich, weil in unserem Charakter sich zwei Herzen irgendwie versteckt haben. Und dann kriegt er manchmal Erinnerung von dem anderen Herz, was einer anderen Person gehört. Und der Einblick war dann halt da, wo er das andere Eis hatte. Verlassen immer noch mit V. So, wo müssen wir hin? Wo müssen wir hin? Warte mal, wir haben doch bestimmt gleich wieder so einen Wegmarker hier. Wie, was ist mit Mika? Ist Mika abgehauen oder was? David ist abgehauen? Oha, abgehoben. Was ist los mit David? Hat er keinen Bock mehr oder was? So, wo müssen wir hin? Ob ich mir, als ob ich hier einen Überblick habe. Was denken die denn von mir? Doch nicht ohne Grund auf einfach hier gestellt. Oh, hier sind welche. Also sind wir nicht ganz verkehrt. Gegner auf dem Weg zu finden, ist immer ein gutes Zeichen für, ja, hier sind sie richtig. Oh no. Raketentanz, Abfahrt. Ja. Oh no. Oh, was muss man sagen, wenn man in der nächsten Arbeit irgendwie 5 oder 6 kassiert hat und dann einfach mit der gleichen Betonung. Oh no. Und Arbeit weglegen. Er macht uns anders fertig gerade. Warum? Darf er das? Darf er das? Hey Cricket, na? Nice to see you. Cricket, do you want to be a VIP? Because you get me the follower. All the followers. Ich hab eine 6 rasiert. Nee, du hast eine 6 rasiert. Oder kassiert. Und Ben wird drin, sag jetzt nicht Mathe. Hey Coco, na? Cool, dass du auch reinschaust. Heute mal nicht in einem Anime, sondern mal in einem Disney gefangen hier. In einem Disney Final Fantasy Universum heute. Ah, Shadow, gutes Englisch von dir, gutes Englisch. Der echte, Cricket folgt mir schon. Tatsächlich. Ist schon ein Follower von mir.
in Mathe eine 6 kassiert. Aber nicht seitdem du bei mir Unterrichtsstunden hast, oder? Darfst du auch nicht verraten, dass das VIP war? Das Google-Übersetzer war. Oh, ich bin heute so durcheinander irgendwie. Ich weiß auch nicht. Zum Glück morgen letzter Tag für die Woche. Und Coco, wie geht's dir? Wie war die Woche bisher? Goofy-Bomber, wir müssen die nächste Truppe finden. Erstmal haben wir jetzt gefunden, wo wir hin müssen. Das ist schon mal wichtig. Weil ganz ehrlich, diese Welt ist ja gar nicht übersichtlich. Gar nicht übersichtlich. Alles klar, bis gleich. Gar keine Gruppe mehr. Ich dachte, da kommen noch ein paar Gegner. Ich war ready. Die hätten kassiert von mir. Bin ich ehrlich. Target acquired. Hör ich da jetzt Ironie raus, der echte? Oder hast du wirklich in Englisch eine 1? Aber wahrscheinlich auch erst, seitdem du meinen Stream guckst, oder? Sei ehrlich. Nice, freut mich. War das eine richtige Arbeit oder Vokabeltest oder? Ist da eigentlich ein Viech, was ich angreifen soll, oder was ist hier? Was ist das hier? Was passiert jetzt? Ah, eine richtige Schularbeit. Okay, cool. Freut mich für dich. Aber lag schon daran, weil du meinen Stream geguckt hast. Sei doch ehrlich. Wegen meinem guten Englisch, was ich hier manchmal raushauen muss. What do we do? This is weird. Sora, you guys all right? Oh, yeah. Okay. But the target escaped. Siehste, ich wusste, dass mein Stream noch ein bisschen lehrreich ist. Tons. Somewhere inside that thing, there is a core. It's what powers the whole cluster. The core is the only way to hurt it. Now he tells us. Wasabi, what happened? Check in. So far, so good. Guys, I'm really tired of just dodging this thing. Freddy getting frustrated. Guys, I'm on my way. No, Hiro! Hiro, you analyzed the dark cubes. Wait, did you just say dark cubes? Yeah, they're dark, they're cubes. I call them like I see them. Every bad baddie needs a cool name. Yeah, that's not cool. We'll gather as much data from the dark cubes as we can. Hiro, figure out a way for us to beat this thing! Huh? But guys, I can't leave you out there all alone. Hiro. We are a team. And teams delegate. We need you at the garage. We trust you.
So you trust us. Fine. I'll look for a way that we can expose the Dark Cube's core. And just keep that data coming. Hero? What should we do? You protect the others. I'll mark their position for you on your AR display. We got it! Time to go, Baymax! All right. Sora, the Dark Cubes are gonna be tricky to bust open. You'll have to assess everyone's situation and... Improvise! I know! Ah, okay, wir müssen jetzt allen einmal hin. Da wird schon nochmal good luck, alles klärchen. Ja, aber der echte, den kannst du ja jetzt immer für mich die englische Übersetzung machen, oder nicht? Was hältst du davon? Jee, das wäre ja mega schnell. Oh, vielleicht hätten wir den Weg mal ausnutzen sollen. Komm ich hier wieder hoch, komm ich hier wieder hoch. Bitte, bitte, bitte. Ach, nö, ach, nö. Nö, ich will nicht gegen so einen Ochsen kämpfen. Komm ich hier hoch? Nice, Ehre. Oh, that's nice to hear. That's nice to hear. Go, go. Are you in You're my English dolmetscher. I don't know what to stop this thing. I tried pulling it down with my disc. Will auch nur auf diese Eisenbahn wieder rauf. Ich muss rauf. Ich muss rauf. Das Gebäude kann man rauf. Ein Bergsteiger, oder? Gebäudesteiger? Fred, you okay? Ich weiß nicht, ob wir jetzt erst die Blaser-Dinger hier wegmachen müssen und dann in das Mittlere reingehen. Gehen wir einfach mal davon aus, würde ich sagen. Juhu! Oh, gehen wir in die Teetasse. Auf in die Teetasse. It's tea time. It's tea time, we say in England. Ja, müsst du doch jetzt frei sein hier, oder was? Es sieht danach aus, als wenn wir die Arme schnell nacheinander wegmachen müssen. Und dann wahrscheinlich in die Mitte. Hallo, kannst du auch mal weggehen jetzt hier? Ja, genau, wenn man so 5 Stunden braucht für einen Arm. Natürlich geht das dann nicht schnell genug. Was soll das denn? Ah, ich glaube, Tea Party. auf jeden. Ist immer noch nicht frei. Das machen Sachen, ey. Jetzt weiß ich, wie es geht. Ah, guck mal. Ist er frei. Komische Monster, ey. A monster. They need me. Monster in the mud bird. Ich glaube, das Ding sollte ich echt lassen. Sora, please come on. Fire, or else it might trigger a chain reaction. Kid, in nature,
Wollte ich mal rüberschauen? Wo rüberschauen? Wo meinst du rüberschauen? So, ja, wie du willst. Mach dir keinen Stress, du. Wie gesagt, bei mir ist heute ein bisschen ruhigerer Stream. Ein bisschen entspannter. Story-Game daddeln. Für die nächste Folge hier jetzt bald bei YouTube. Bin ich gerade am Hochladen für ein Let's Play für das Game hier. Und das nehme ich mal live auf. Maschinen hier. Ich glaube, die müssen wir nicht auf Zeit runterhauen, sondern müssen sie einfach nur runterhauen. Weil, ehrlich, schafft man nicht. Schafft man nicht in richtiger Zeit. Ob sie ja schon frei ist, hätte ich gar nicht mit gerechnet, bin ich ehrlich. Ja, Shadow verrät uns, ne? Die ist die ganze Zeit da. Alles gut, wie gesagt, macht euch keinen Stress. Rollten hier jetzt hier eine Kugel längs. Weiß auch nicht, ob ich das Story-Game noch komplett durchdattel. Müssen wir schauen. Je nachdem, wie viel ich noch Lust habe und ihr letztendlich auch, ne? Ich habe noch ein paar andere Games, wo ich mal schaue, ob ich die vielleicht mache. Und am anderen ist ja sogar ein Schulspiel bei, dann können wir zusammen die Schulbank drücken auf einer, also es ist nicht so rein Schulsimulator mäßig, so ist es nicht. Gibt es Story hinter und wir sind so ein bisschen so ein Unruhestifter auf der Schule, kann man schon sagen. Ja, ein Schulspiel. Es heißt Bully. Schulship. Schulship ist übrigens Englisch. Fertig. Und da hätte ich tatsächlich Bock zu. Ey, wir holen diese komische Kugel hier nicht ein. Ja, jetzt haben wir sie, jetzt haben wir sie. Komm, komm. Jetzt müssen wir nur noch fertig machen. Der Kam hatte ich gestern schon geguckt. Das war doch auf dem, dem Volleyball-Anime, ne? Richtig? Wie soll ich denn diese Kugel einholen? Das geht nicht. Juhu. Was mache ich hier? Was machen Sachen? Coolship. Passt. SH. SH-Ship. Dort habe ich noch gedacht, ob wir vielleicht mal uns GTA angucken wollen, den dritten Teil, aber nicht den neuesten, den dritten Teil. Dann auf jeden Fall Spiele, zu denen ich noch Lust hätte. Demnächst irgendwann mal. Jump Force werden wir natürlich auch immer mal wieder reingucken. Und irgendwann wollte ich mal in das Story-Game von One Piece rein. Die hatten doch letztens eins rausgebracht, ein neues.
Weiß nur gerade gar nicht, wie das heißt. Ein Getränk rausgekommen. Aha, okay. Was denn für ein Getränk? Was denn für ein Getränk? So, wo müssen wir hin? Wo müssen wir hin? So ein krasses Nein. Wofür das denn? Kein Getränk. Sprech dich aus, der Echte. Warum nicht? Warum nicht? Wasabi, can you hear me? Sagen, ich komme gerade im Chat nicht mit. Also ist jetzt ein Getränk rausgekommen oder ist nur bei dir ein Getränk rausgekommen? Ich komme gerade nicht mit. Nice, jetzt haben wir schon drei oder vier befreit. Ich glaube, einer fehlt jetzt noch. Wenn ich mich richtig erinnere. Ob er trotzdem runtergesprungen ist. Oh, wir haben den Superkleider. Was, ich weiß nicht, was es heißt, aber klingt ganz gut. Klingt ganz gut. RIP, der grüne Boy, auf jeden Fall. It's okay, Fall. Hero. We're on it. Obwohl, wir können auch easy von Gebäuden runterspringen. Wir haben den Heldenhandschuh bekommen. Erhöht die Abwehr erheblich und die Feuer-, Eis- und Dunkelresistenz ein wenig. Ziehen wir an, oder? Oh, wir haben schon zwei Sachen. Wollen wir den, Ufi mal den Heldenhandschuh anziehen? Ja, ne? Oh, ne, das ist ein Ring. Egal, nimmt er auch so einen Ring. Ist ja auch eine Rüstung wohl eher als anstatt ein Accessoire. Guffy? Meinst du mit Guffy Ruffy? Okay, einen müssen wir noch befreien, anscheinend. Run. Willkommen zurück. Wie oft ich heute willkommen zurück sagen darf. Okay, there's a lot of them. What do you suppose they'll do? I don't think we want to find out. Moin, Fishy. I say we destroy this thing. But without a strategy, we'd just be wasting our strength. If we knew where to strike. Miss Sora, I got it. I'm sending you an AR software update. It'll show you where the core is. The dark cube's weak point. I'm coming to help. Huh? That's weird. Is it busted? Oha. Einer von der Sekte der 13. Oder irgendwie so heißt es. Oder der 13. Ich hab keine Ahnung. Irgendwas mit 13 und das ist eine Sekte. Are you done messing around? What? Wait. That voice. Hold on. You know this guy? And now, enter the supervillain. He definitely has the vibe. Funny. Wie funny? Ich bin funny. Oder funny. Da bist du falsch ausgesprochen, glaube ich.
But... As if this stupid experiment wasn't already a hassle. Ja, der Grüne ist safe im Hacker, dass noch am Leben ist. Wie er auch schlunzt. Hero, do you recognize it? Yeah. Not quite ready. That's the first chip I made for Baymax. It's full of combat programs. Wie, was habe ich gesagt? Keine Ahnung mehr, was ich gesagt habe. Bin ich ehrlich. Sag so viel. Does that mean it's like his heart? More than. Riku! Ich glaube, das wird jetzt ein schwierigerer Kampf. Mal schauen. Ihr Fischi, bist du noch da, ja, ne? Hab voll den Keks geklaut. War ja dann lecker. Boah, wir haben noch gar keinen Schaden angerichtet, aber sind schon vollkommen weg. Fischi, was sagst du zu den beiden Games, wenn wir das demnächst mal, wenn ich das demnächst mal spiele, einmal GTA 3, hätte ich Lust zu. Und, Bully Schoolship, was sagst du dazu? Gerade auf Bully Schoolship hätte ich Lust zu. Können wir mal zusammen die Schulbank drücken. Das zweite kennst du nicht. Aber wie gesagt, da sind wir so ein bisschen so ein kleiner Rabauke. Kommen auf so eine Privatschule, weil wir ein bisschen Unfug gebaut haben. Und müssen dann so den klassischen Schulalltag überleben. Und legen uns auch mit den ein oder anderen Gangs immer an. Da gibt es so verschiedene. Ist ganz lustig. GTA 3 zu wild, sagst du? Das mit der Schule soll ich nehmen? Okay. Sind alle dafür, eher das mit der Schule? Assassination Classroom. Ah, ich weiß nicht, ob das ganz so ist wie der Anime. Das bezweifle ich eher. Vor allen Dingen sind beide Spiele, die ich gerade gesagt habe, von dem gleichen Hersteller. Zufall? Ich glaube nicht. Bestimmt bald Sponsoring von denen. This isn't for you. At least not until Classroom. We're ich dachte erst, du meinst vielleicht eine andere Sprache mit Classroom. Riku, Schwedisch oder sowas. Is it you? Why do you look like that?
Looks are deceiving, but the heart? You know that it's me. I know Riku wouldn't do this. Not without a good reason. A reason? When did that ever matter? We've been trying to one-up each other since we were kids. What? The coat means he's with Organization 13. And that means he's not really Riku. Smarter than you look. We defeated Ansem and Xehanort, every last one of them. But still, they all came back anyway, right? So, maybe this Riku came back too, from the time when Ansem possessed him. Yeah, from the past! What? How? Unlike a certain wizard you know, I had to play by the rules to travel through time, which meant leaving my body behind. Huh? I know about this. But you have a body. Xehanort's heart left his body in order to voyage back through time. He needed to tell his younger self of the great plans he had in store. There in the past, his heart stayed and waited out the years until you and I came along. Xehanort's heart possessed me and became Ansem, the first adversary you faced. The rest of him, the piece he left behind, took the name Xemnas and created the first organization. 17 Stunden Training inwiefern? Plan to bring Xehanort into contact with the right hearts. Enough of them to form the real Organization 13. They could come from anywhere. Anywhen. Just as long as he had the right vessels at hand to place their hearts in. Vessels? Replicas! That's right. The replica program was a success. We are as real as people. Then pack up and leave. What are you still doing here? To see if we can recreate a heart from Data. What? Sorry. Did we steal your idea? That walking balloon over there has a heart. At least that's the nonsense I'm supposed to believe. Willst du mit der Karte anstellen? Willst du den Kopf stecken oder was? You only have to see them for them to become real. Where'd you get that? That's my chip. I made it. Oh, well, I'm sorry about that. But I promise, I'll put it right back where I found it. What do you mean? I think I'll be getting back to work now. Wait! Du hast 9 Stunden Training? Oh, ich habe 35 Stunden Arbeit, das ist quasi wie Training. You are all suffering from acute exhaustion. I recommend rest. Yeah, you're right. Let's regroup. Oh oh. Come on, guys! What's with all the long faces? Did you forget that we won? Fred, not now. Huh? His name is Riku? And you know him? Yeah. Well, I know A him. The fake ones with Organization 13, our arch-nemesis. Okay, but how'd he get Hero's chip? And what did he mean about an experiment? And what do they want? He said they're trying to recreate a heart from Data. But I don't know what they really want. None of us do. These guys, they show up, and instead of fighting fair and square, they go for the heart. Yeah, and say things to try and get under your skin. They're cowards.
And now they're doing it to you, too. It's our fault. No. This could be good. That chip might finally be able to give me some answers. You said that you made it, right? Yeah, this Baymax. He's actually the second model. No offense. I am a robot. I cannot be offended. Hausaufgaben und Fahrradfahren auch noch. Klingt nach einem 30-Stunden-Tag, wenn ich ehrlich bin. Vanished into another dimension, along with the microbots. The chip's back. So the first Baymax might be back too. Hiro. Those who suffer a loss require support from friends and loved ones. What was that? I don't know. Guys, let's go. Let's go. Ey, manchmal ein bisschen zu lang die Einspieler, bin ich ehrlich. Das sind ja nur 2 Tage. Ja, dann ist ja easy. Why are you snooping around? Ja, aber was trainierst du denn zu Hause? That would be none of your concern. Overstep and darkness will consume you again. What an interesting thing to say. I shall do anything I please. As should you. Oh, I intend to. Who's he? Friend of yours? Yes, though I could not tell you from when. Hallo, Shadow. Hallo. Wo ist Lady Ladybug? Wer ist da denn? Data indicates that they face the same enemy as before. Aber unbekannte Faktoren unknown factors können das Ergebnis beeinflussen. Ach du Dekal. Okay, you ready to battle the dark cubes? Sicher, ich bin immer bereit. Ich bin bereit geboren. Ach so, sowas ist Ladybug. Okay, alles klar, dann weiß ich Bescheid. Ein Marine, Käfer, Mädchen, Helden, Dingens. Okay. Ach so, Marinette. Jetzt ist auch klarer mit Marinette, Käfermädchen, Heldendingens. Vielleicht muss ich einfach mal googeln. Now it's gotta face all of us. That's right. Freddy want to destroy. Our probability of success is... You don't have to crunch the numbers, Baymax. It's not the sum of our parts. It's the sum of our hearts. Yeah! Which adds up to what? Show me. Wie macht Futsch und dann Bam und dann Bumm. Sagen zu viel Comics bei dir. Echt, zu viel Comics. What? Ey, Fischi, das frag ich mich schon seit einer Stunde 30, frag ich mich das schon, Fischi. Was das Gesprächsthema ist. The terror of being attacked without warning. The despair of having no place to run. The longing for vengeance. A heart's more than that. It's working together. Ich auch nicht. I want something funny. Ich auch nicht. Trusting friends. In every heart, there's hope. Yes. You're right. Huh?
That's why I made sure our creation fought you. Now the data contains a complete heart. Ich weiß nur, dass er die Baymax-Karte geklaut hat und jetzt der krasseste ist, denke ich jedenfalls. Was it you said? I only have to see it for it to become real. So, let's see it. Ja, haut mal alle eure Lieblingssong in den Chat. We need a vessel. What's going on? Another dark cube form? Doesn't look as bad as the last one. It could be a trick. Usually is. Lieblingssong Darksiders? Yeah. Wait. That's Baymax. What? No way. Ja, diese andere Baymax jetzt. Ich soll jetzt wieder gegen ihn kämpfen, oder was? Baymax. Don't bother. Lucky you von Eminem. This puppet has lost his heart. He won't wake up. Astronaut in the ocean. Baymax is like my family. Please. Hey. Give me back my friend. Ich würde ja gerne mal reinhören, aber ich weiß immer nicht, wie das so ist, yes, bei Twitch. I did promise I'd put this back where I found it. Shadow, dein Lieblingssong, das ist doch ein Spiel, oder nicht? No front, aber das ist doch ein Spiel. But there's one piece missing. Sora, you're the one who's going to complete this heart. Yeah, right. You can't have a heart without sadness, without loss. You see, you're going to destroy Hiro's friend right in front of him. Wait! Oh no. Hero! Ellen, okay. Hero, tell us. Alles bin der Freund von Eminem, aber ganz ehrlich, ich verstehe auch nichts bei Eminem in den Texten, will ich ehrlich sein. Es wird zu schnell. But that chip isn't who he is. I already made this mistake once before. Tadashi wouldn't want there to. Können ja auch ein bisschen Finchy anmachen. Da habe ich gehört, der hat auch kinderfreundliche Lieder. Via Baymax, that hurts people. Sora, he has to be stopped. Okay, help Gogo and the others. You can leave this guy to us. Thank you. Hier gegrinst hat. Richtig cringe in die Kamera geschlüpft. Ist ja die Überkralle. Oh no! Sora, take Baymax! Okay. Jetzt kommt Baymax Action. Ganz ehrlich, das ist auch sein komischer dunkler Bruder da oben. Den muss er selber fertig machen da. Seid ihr jetzt wach oder was? Seid ihr wach? Seid ihr wach? Oder meinst du mit dem, was ich mit dem hab, weil ich den nicht so gerne mag? Was meinst du genau? Immer noch ganz schön laut, oder kommt mir das nur so vor? So, machen wir hier auch ein bisschen Schaden oder ist es hier heute nicht mehr erlaubt? Oh, das wäre ein langer, ekliger Bossfight, glaube ich, hier.
hoffe, wir fliegen hier nicht die ganze Zeit. Ah, was ist hier los im Chat? Was ist hier los? Ja, ich nehme hier jeden Würfel mit, ehrlich. Ich check den Fight auch gar nicht, muss ich sagen. Luftsprung. Ah, okay. Wartungsspray. Okay. Ah, okay, dann können wir so ausweichen. Okay. Ihr müsst mich kurz aufklären. Was geht hier ab im Chat? Was geht hier ab? Ist hier Beef am Start? Ist der erste Beef in meinem Chat? Häuse! Oh ja, ja, jetzt können wir mal ein bisschen ihn vielleicht treffen. Oh, jetzt haben wir es aber ein bisschen besser mit dem Ausweichen. Oh, das war knapp. Okay, danke für den Tipp. Ich versuch's. Ey, ich versuch's halt echt. Wir können auch hier. Ah, guck mal, wir können die auch zerschlagen, die Dinger. Das wäre ja schon mal besser, als die ganze Zeit mitzunehmen. Er ist ja anders stark. Was macht er? Hallo, darf ich auch mal die Sicht zum Dings haben? Ja, die Sicht ist auch voll scheiße, oder? Wir haben noch gar keinen Schaden zugefügt. Hä? Was ist das denn der ekligste Bossfight überhaupt? Man darf ihn die ganze Zeit nicht sehen? Und wir müssen die ganze Zeit auf diesem Viech hier rumfliegen. Okay, Mega-Attacke jetzt, Mega-Attacke. Oh. Jetzt bin ich hier rausgeflogen. Hätten wir mal lieber keine Animes geguckt. Ich muss hier nochmal ganz kurz was umschalten, sonst seht ihr das nämlich die ganze Zeit. Oh, so, jetzt ist besser. Wartungsspray mal einsetzen. Sonst bin ich nämlich gleich weg. Du hast keine letzten Worte. Du müsst mich aufklären mit den letzten Worten. Komme ich hier nicht. Alter, ist der nervig. Ist der nervig hier, der Fight. Limit sieht wichtig. Oh gut, noch 4 Balken vor uns. Vielleicht schaffen wir es ja irgendwie, uns hier durchzukämpfen, ey. Get up again.
Ja, was ist das denn für eine Attacke, ey? Komplett nervig. Himmelzieht. Schnellen Himmelzieht durchsetzen. Oh, ich glaube, da hätte ich was drücken müssen. Bester Kingdom Hearts Spieler, EU Best. Oh, war das scheiße, der Bossfight, oder? Seid ehrlich. Der war nicht schön. Guys, Hero. Ob das schon wieder so ein Zufall ist, denn dass denn auch noch direkt der Klingelton losgeht. Bisschen spooky, oder? Safety mode kicks in if he's put under too much stress. So he's probably just in stasis. We'll have to destroy the chip if we want to be certain. But are you sure? Yeah, dude. You don't need to go that far. Maybe we can find another way. Mm-mm. It's the right thing to do. Bisschen traurig schon auch, ne? Bisschen traurig schon. Tadashi would have done the same thing. But Hero, isn't that Baymax's heart? It's okay. Baymax is here. I should be the one. Das sind aber gute letzte Worte, Shadow. Muss ich schon sagen. Das sind gute letzte Worte. Ow? Hello. I am Baymax, your personal healthcare companion. Baymax. Doppel-Baymax? Das gibt's nicht mehr im Film. Hä, der echte, was ist denn los? Ich verstehe gar nichts. So, damit haben wir die Welt durch. Haben wir es heute geschafft. Das dürft ihr gerne sagen. Also ich denke mal, dass ich durch bin. Ich denke, es kommt jetzt nochmal ein Einspieler. Und in der Zeit könnt ihr euch gerne überlegen, ob wir nochmal eine Runde in Jump Force reingehen wollen. Nochmal ein bisschen aufleveln bis Level 50 und vielleicht nochmal eine Story ein bisschen versuchen zu Ende zu machen. Oder ob wir noch eine Runde fahren wollen, in Sonic. Das könnt ihr euch überlegen. Eins von beiden würde ich vielleicht noch mal so halbe Stunde, Stunde machen. Nach dem letzten Einspieler jetzt für heute. Hey, Axel. Huh? Hey. Liking the look. Cut your hair, too. Mm-hmm. So you gonna try yours on? I don't know. Maybe later.
yet you always wear the same thing. If it ain't broke, don't fix it. This is how you pick me out of a crowd. I make myself. Alles klar, Shadow, bis morgen. Schlaf gut. Schön, dass dir der Stream gefallen hat. Oh. Nah, not really. Our training's almost finished. Yeah. Somewhere inside me is Naminé. If we can free Roxas, we can free her too. Fishy, willkommen zurück. Naminé was made when Sora freed me from his heart. So. Hat er gerade gefragt, ob wir gleich nochmal in Sonic reingehen wollen oder in Jump Force. Aber ich denke mal, wahrscheinlich wollt ihr eher in Jump Force reingehen, kann ich mir vorstellen, oder? Für eine halbe Stunde, Stunde oder so würde ich noch machen. Now that she's a part of me again, I figured all was right. But she can't look at this forest, feel the wind on her face, none of it. And if she could, it would be different for her. Her time was short, but she lived it, and that makes it hers. What right did I have to take those feelings and experiences back? They don't belong to me. Nothing's as it should be. Not for her or Roxas. I know. Way back when I was a kid, I met this other weird kid. Somehow we became fast friends. Never saw him again. Nearly forgot about him, too. Then I met Roxas. Couldn't believe it. The two of them were identical. Oh, I didn't tell Roxas. Didn't want him to go vanishing on me too. Rocket Leech. Ah, ich glaube, dafür habe ich heute nicht mehr die Nerven. Ventus. He's one of the lost Keyblade wielders we're looking for. Morgen ist längerer Stream. Morgen könnten wir machen. Oh yeah, very memorized. Now that we're going back, I'm worried about everything. Well, you don't have to worry alone anymore, Axel. I'm so sorry. Ja, aber echt, ich spiele nur mit dir zusammen. Ich spiele nicht gegen dich oder so. Safe nicht. Da bin ich echt raus. Duelle an der Decke sehe ich mich nicht. Ne, und übermorgen kann ich wahrscheinlich auch gar nicht ankommen. Das schaffe ich nicht. Aber morgen, wie gesagt, ein bisschen längerer Stream. Geht auch ein bisschen länger. Ich weiß nicht, wie lange ihr morgen Abend könnt, aber ich denke mal, so bis 1, 2 wird das vielleicht morgen gehen. Kann ich mir gut vorstellen. Mikey. Wir müssen bestimmt nochmal mit Rico kurz kämpfen, ey. Gar keinen Bock. Rico, also der da, ist übrigens der beste Freund von der Hauptperson, die wir spielen. Ich sehe gerade, es wurde ein Clip erstellt. Oha. Was ist denn da passiert? Ein guter Clip? Das ist der Oberböse. Der Oberoberböse. Einfach mal Depp. Einfach mal Depp. It's about time. Depp vielleicht morgen. Vielleicht morgen. Oh, come on.
What now? Please, I have created enough victims. Yes, you have. All of the children sacrificed in the name of your research. So make things right. I told you I did not take her. Her disappearance was why I put a stop to the research. And that makes you honorable? You used Roxas and Naminé and threw them away. I doubt there's a merciful bone in your body. You took the girl and hid her. Now show me the data you are hiding here. Roxas and Naminé. If there is any reason that I still draw breath, it is to atone for what I did to them. He said Roxas. Yeah. That man needs us. Right. Yeah. If you do find the girl, what is it that you expect will happen? The child's memory holds a mystery to unravel. One concerning the battle we seek between light and darkness. Antwortet er gleich. You know something, and that is why you stopped the experiments. You are completely deluded, Xehanort. We shall soon see. Juhu! Was will denn jetzt der Dicke da? Er kriegt, glaube ich, jetzt ein bisschen ein Ab vielleicht. Who are you? Oh, well, I'm looking for a friend who used to live here. No one lives here. Be gone. But, sir... No, not one more step. Get out! This way! Oh. Alles klar, Fischi. Hey, loser! Wiggly things? They protected me. Hayner, get a move on! Oh, okay. I serve the organization. This is treason. Die quasi erstellt haben. Da bin ich jetzt auch storytechnisch raus. Was da jetzt abgeht, müssen wir dann mal nächste Folge schauen. Und noch ein Einspieler, wollt ihr mich verarschen oder was? Are you guys okay? Yeah, I think. Nobody knows the twists and turns of Twilight Town better than us. You're Roxas's. Schau mal ganz kurz das Fenster auf. That's right. So you know him too? Oh yes, quite well. Pay dirt. Guess it was worth staking out the old mansion after all, because this guy here is what I call a lead. That's the only proof we have that Roxas was our friend. Tell us about him. We want to know him better. Figure it out. My dear master, you are safe. Who's there? Evan, is that you? So, those nobodies were your doing. Thank you.
Okay, jetzt sind sie nicht mehr auf unserer Seite. Was machen Sachen jetzt? I have been waiting for this. Gave up a normal life in order to plant myself in the organization. And when I heard Xehanort had gone looking for you, I realized it was my chance to find you as well. For you see, I too wish to atone.